Heute schauen wir uns die reichsten Menschen in der Schweiz an. Wenn euch dieses Video gefällt, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und drückt die Glocke. Für dieses Video stützen wir uns auf die Liste der 300 reichsten Menschen in der Schweiz der Zeitschrift Bilanz. Dabei schauen wir uns nicht nur Schweizerinnen und Schweizer an, sondern auch alle Menschen mit Wohnsitz in der Schweiz. Unter den Top 10 gibt es einige überraschend unbekannte Gesichter, die in großen Weltunternehmen im Hintergrund die Strippen ziehen. Platz 10 gehört der Familie Bertarelli mit einem Vermögen von 16 Milliarden Franken. Die Familie Bertarelli besteht vorwiegend aus Donna und Ernesto Bertarelli. Die beide erbten 1998 das Biotech-Unternehmen Serono und verkauften es 2007 für etwa 16 Milliarden Franken. Nach dem Verkauf gründeten sie eine Stiftung und sind mittlerweile auch Besitzer des Grand Hotel Park in Gstaad. Rang 9 mit 17 Milliarden Franken gehört den Familien Schindler und Bonnard. Wer in einem mehrstöckigen Gebäude lebt, ist wahrscheinlich schon mal einem Produkt der Schindler begegnet. Die Schindler Holding macht weltweit Lifte und beschäftigt über 56.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Rang 8 gehört dem Investmentbanker Jorge Paulo Lehmann mit einem Vermögen von 18 Milliarden Franken. Lehmann ist der größte Einzelaktionär bei Anheuser-Busch, dem größten Bierkonzern der Welt. Zum Konzern gehören unter anderem Budweiser, Stella Artois und Höegarden. Obwohl Lehmann mit Bier Milliarden verdient, trinkt er selber keinen Alkohol. Auf dem 7. Platz liegt die Familie Blocher mit einem Vermögen von 20 Milliarden Franken. Die beiden bekanntesten Gesichter der Familie Blocher sind Christoph und Magdalena, die beide politisch aktiv sind oder waren. Neben der Politik sind die Blochers aber auch mit der Firma Ems Chemie erfolgreiche Unternehmer und stellen Grundstoffe für die Herstellung von Kleber und Kunststoffe her. Knapp vor den Blochers liegt Gennady Timchenko mit 21 Milliarden Franken auf Rang 6. Timchenko ist mit verschiedenen Unternehmen im Ölhandel involviert und hat sich so über die Jahre sein Vermögen aufgebaut. Heute lebt der gute Freund von Wladimir Putin in Genf und investiert sein Geld unter anderem in kulturelle und sportliche Projekte. Rang 5 gehört der Familie Safra mit einem Vermögen von 23 Milliarden Franken. Mit seiner Safra Holding AG kaufte Josef Safra im Jahr 2000 die Zürcher UtoBank und erhielt so eine Banklizenz für die Schweiz. Als erfolgreicher Banker war er vor allem im Private Banking aktiv und besitzt unter anderem Anteile der Bananenmarke Chiquita. Auf dem 4. Platz liegt Gerald Wertheimer, der ein Vermögen von 30 Milliarden Franken hat. Wertheimer lebt mit seiner Familie in Genf und New York und ist CEO bei Modeunternehmen Chanel. Neben dem Modelabel schlägt sein Herz für Rennpferde, Weingüter und er ist leidenschaftlicher Kunstsammler. Die Bronzemedaille geht an Klaus-Michael Kühne. Der gebürtige Hamburger wohnt in Schindeleggi im Kanton Schwyz und besitzt 30 Milliarden Franken. Kühne hat die Aktienmehrheit im Transportunternehmen Kühne und Nagel und sitzt dort auch im Verwaltungsrat. Außerdem hat er Aktien beim Fußballverein Hamburger SV und der Reederei Hapag-Lloyd. Auf Platz 2 der reichsten Menschen in der Schweiz liegt die Familie Hoffmann und Öri. Das Vermögen der Familie beträgt 34,5 Milliarden Franken. Fritz Hoffmann-Laroche gründete Ende des 19. Jahrhunderts das Pharmaunternehmen Roche. 5 Generationen später ist Roche zu einem Weltkonzern in der Pharmaindustrie geworden. Zu den bekanntesten Namen der Familie gehören der heutige Vizepräsident André Hoffmann und die ehemalige Mäzenin des FC Basels Gigi Öri. Heute hat Roche über 100.000 Angestellte auf der ganzen Welt und stellt unter anderem die Covid-19-Tests her. Rang 1 gehört den Erben von Ingvar Kamprad. Der Gründer von IKEA überließ seinen Söhnen mit dem Möbelriesen ein Vermögen von 55 Milliarden Franken. Der Schwede wohnte von den frühen 70er Jahren bis 2014 in der Westschweizer Gemeinde Eppalange. Seine Söhne Jonas, Peter und Matthias Kamprad führen seit dem Tod ihres Vaters 2018 das Unternehmen in verschiedenen Positionen weiter. Sie alle haben den Schweizer Pass, leben aber im Ausland. Mit ihrem Vermögen gehören die Kamprads zu den reichsten Menschen der Welt. Gefällt euch das Video? Dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.